Zur heutigen Schicht, die wir fahren müssen, sollen wir drei Unfälle bearbeiten. Klingt soweit ganz einfach. Wir gehen einfach mal direkt ins Spiel rein. So, das ist unser netter Mann hier. So. Gut, das Knallen, wenn ich gegen Auto laufe, ist immer noch da, macht aber nichts. Wir steigen einfach mal ein hier. Fahrzeug fahren. Und wie von Geistern ist auch unsere Kollegin da. Zentrale an Adler Moor 01. Ah. Vorsicht, es wurde gemeldet, ein Fahrzeug hätte einen Schaden erlitten auf der A32 in Richtung A28. Läuft. Nehmen Sie den Sachschaden auf und sorgen Sie für Sicherheit. Machen wir. So, ein mittlerer Unfall hat sich ereignet. Dazu starten wir jetzt einfach mal den Motor. Lösen dazu dann auch mal bitte die Handbremse, sonst können wir ja nicht fahren. Und gucken wir mal, was mit der Steuerung. Sieht aber schon wesentlich besser aus, die Steuerung. Ist jetzt nicht mehr ganz so starr wie vorher. Man kann jetzt schon ein bisschen besser lenken. Machen schon mal das Blaulicht an. Ups, ein bisschen Schaden verursacht. Und ballern einfach mal über die Autobahn rüber. Oder auch nicht. Ist ja auch schön. Ey, hallo? Ich fahre hier mit Blaulicht und Sirene und die Autos. Naja. Unfall auf der A32. Da fahren wir doch mal hin. Ja, die Steuerung ist wesentlich besser geworden. Sehr gut. Das war echt ein riesengroßes Manko in dem Spiel. Es gibt noch ein paar andere Mankos. Aber wenn die Steuerung nicht funktioniert beim Autobahn-Polizeisimulator, dann ist irgendwas nicht ganz richtig gelaufen. Wir müssen mal gucken, dass wir auf die richtige Autobahn jetzt raufkommen. Ups. Und nicht ganz so viel Schaden nehmen und nicht so viele Florians trauen. So, da müssen wir irgendwie von der Autobahn runter. Ja. Hallo, macht mal Platz da. Die Leute machen auch echt keinen Platz. Fährt mal mit Blaulicht, die Sirene. A32, da müssen wir hier runter, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir fahren jetzt hier runter, oder? Hoffentlich fahren wir in die richtige Richtung. Wenn nicht, hätten wir echt ein Problem. Da hinten ist der Unfall. Ich glaube, ich hätte eine weiter abfahren müssen. Ja, und auch mit MyNPC ruckelt das Spiel teilweise leicht. Ups, ups. Ups. Ich glaube, wir fahren in die richtige Richtung. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich stelle die... Ich kann die Grafik leider auch nicht mehr runterstellen im Spiel. Ich kann die Steuerung auch nicht mehr ändern. Schade. Ich dachte eigentlich, wir könnten das noch. Aber das Spiel will nicht gönnen. So. Hier ist 80 erlaubt. Fahren 160. Hier ist eine ziemlich scharfe Kurve, deswegen war ich wahrscheinlich auch 80. Aber um die Kurven kommt man jetzt wenigstens rum. Das ist schon mal gut. Und wir sollen jetzt einfach mal den Unfall hier vorne, der sich ereignet hat, mal absichern. Läuft. Das war der Ruckler. Sonst hätte ich auch Obst gesagt. Tabella Sum 1 an Zentral. Komme zur Wand. Ich glaube, wir können einmal nur mit Blaulicht fahren. Hier wird es dreispurig jetzt. Sehr schön. Ah, herrlich. Wenn es nicht die ganze Zeit die Sirene um die Ohren ballert. Wir können auch die Ansicht wechseln mit C. Geiler Effekt. So, jetzt haben wir aus der Innensicht. Auch schön. Was? Wieso habe ich den Schaden bekommen? Weil ich über den Hügel rübergefahren bin. Okay. Naja, was soll's. Ich bin noch 2,9 Kilometer vom Einsatzort entfernt. Eine Sirene an, hier ist eine unübersichtliche Stelle. So. Läuft. So, wir fahren 210. 220 gleich. Alter Schwede, sind wir schnell. Schneller als die Polizei erlaubt. Aber sind ja auch die Polizei. Ja, das hat gerade noch so geklappt. Wenn ich so auf der normalen Autobahn unterwegs wäre, würde mich wahrscheinlich jede Polizeistreife in näheren Umkreis direkt verfolgen. Aber ich bin ja auch im wahren Leben kein Polizist. Und ich wäre ein ziemlich strenger Polizist. Das muss man dazu auch sagen. Wenn ich Polizist wäre, ich würde alle Mittelspurschleicher rausziehen. Ich würde alle Leute rausziehen, die sich nicht vernünftig im Reißverschlussverfahren einsortieren können. Auf der anderen Seite ist der Unfall. Schön. Da kommen wir jetzt gar nicht so einfach rüber. Da können wir irgendwo wenden. Ne, können wir nicht. Es ruckelt auch gerade wieder ein bisschen. 16 GB Arbeitsspeicher. 2 GB Grafikkarte. Reicht nicht aus. Ein i7 habe ich auch noch drin.
Da sagt der Computer einfach mal nein. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir von der Autobahn runterkommen, damit wir einmal mal wenden können. Irgendwie müssen wir ja da drüben zum Unfall. Alter, ey! Ist der behindert oder was, ey? Gibt's ja nicht, ey. Fährt er da einfach volle Pulle in mich rein, ey. Ich glaube, es hackt. Und fährt noch ganz gemütlich weiter. Unfassbar, ey. Ich fahre schon mit Blaulicht, ey, und der zieht einfach rüber. Obwohl, da war ja nichts. Der hat nicht mal einen überholt. Nein. Ich fahre jetzt einfach mal links rüber. Weil ich es kann. So. Wir müssen jetzt hier auf die andere Seite hier rumfahren. Ruckel, ruckel. Und ich glaube, wir müssen dann hier vorne auf die Autobahn rauf. Würde ich mal behaupten. Oder? Ja. Wir fahren einfach mal hier auf die Autobahn rauf. Sehr schön. So. Müsste ja eigentlich die richtige Richtung sein. Hoffe ich zumindest mal. Upsala. Setzen Sie, wenn nötig, Blaulicht und Sirene ein, steht auf der rechten Seite. Ja, ich glaube, das ist auch nötig. So. Rückspiel braucht auch keiner gucken. Wird überwendet. So, zurück zum Unfall. Zentrale an Norbert Mohr, 01. Mal gucken. Melden Sie sich. Okay. Alles klar. Alles klar, wir können mit Enter, können wir auch Funksprüche annehmen, bestätigen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich wollte nur jemand gucken, ob wir noch leben. Tun wir noch. Sehr schön. So, eigentlich müssten wir jeden Moment am Unfallort sein und dann können wir den Unfallort auch schön absperren. Alles klar. Alles klar. Läuft. So. Ruckel, ruckel. So, dann müssen wir hier ganz vorsichtig anhalten. Ich glaube, dass da irgendwo eine Palette vom LKW runtergefallen ist. So, jetzt ziehen wir die Handbremse an und schalten den Motor aus und steigen mit F einfach mal aus. So. Jetzt müssen wir Pylone aufstellen. Dazu öffnen wir am besten den Kofferraum. Und hier oben sehen wir auch schon die Gefahranzeige. Gefahr, Gefahr. So, wir sammeln Pylone auf. Tragen die lustig vor unserem Kopf her, weil wir auch nichts sonst mehr sehen können. So, einen Pylon setzen wir hier hin. Einen setzen wir dahin. Also das Spiel läuft wirklich schon flüssiger. Das Update hat echt was gebracht. Warum denn nicht gleich so, ne? So, da hupen schon ein paar Autos. Hier haben wir Pylonen abgesetzt. So. Jetzt brauchen wir noch eine Leuchte. Denn wir selber sind nicht die hellsten. Dementsprechend stellen wir hier mal eine Leuchte auf. So. Leuchte. Ja, fahr doch vorbei, du Spasti, wenn du hupen willst. Nein. Was ist denn, was ist denn mit denen los? Ja. Willst du nicht mehr weiterfahren? Hallo. Fahren Sie weiter. Ja, brauchen wir noch nicht weiterfahren. Ist ja wie im wahren Leben auch. Kaum ist ein Unfall irgendwo, schon bleiben alle wie bekloppt stehen. Obwohl es hier dreispurig ist. Naja. So, dann sprechen wir jetzt mal. Achso, wir müssen erstmal die Objekte wegräumen. Brauchen wir auch nicht markieren oder so. Also muss ich nicht irgendwie sprühen oder so für Beweisaufnahme. Nein, wir heben die Stoßstange auf und legen sie einfach irgendwo an die Seite. Hier hin zum Beispiel, wo es leuchtet. So. Die Frau ist noch, auch noch in Schockstarre hier. Wie man schön sieht, hier liegt noch was rum. Ah, geplatzt ein Reifenteil rum. Sehr schön. Auch nochmal ablegen hier, komm. Und jetzt sprechen wir mit der Unfallbeteiligten. Guten Tag. Warum habe ich Sie angehalten? Ah, es geht in einen Unfall. Ha. So, ich muss dazu mal Fragen stellen. Haben Sie irgendwie ein bisschen Alkohol zu sich genommen? Nein, ich habe nichts getrunken. Ich denke, das ist die Wahrheit. Wir lassen Sie trotzdem mal pusten. Sicher ist sicher, meine Damen und Herren. So, 0,0. Sehr schön, das heißt, wahrscheinlich hat sie schon mal keine Schuld am Unfall. Nein, nie im Leben. Sehr schön. Wir machen trotzdem mal einen Drogentest. Vielleicht ist die Gute ja eine kleine Kokserin oder so. Oder raucht ganz gerne was. Ist aber negativ. Sehr schön. Ich habe auch schon irgendwie, ich glaube, eine Stunde, anderthalb Stunden gespielt. Ich hatte bisher noch nie einen, der irgendwie Drogen genommen hat. Oder Alkohol getrunken hat. Und jetzt möchte ich mal wissen, was passiert ist. Die ganzen Müllteile, Palette auf die Autobahn, Wagen runtergefallen. Ja. Jedenfalls bin ich da ganz krass mit meinem Auto reingefahren. Ätzend, ja. Bin ich auch. So, ich und mein Kollege, der Esel nennt sich eigentlich zuletzt. In diesem Fall, ich und mein Kollege werden natürlich ein Auge offen halten. Möglicherweise ist noch mehr vom unbekannten Wagen abgefallen. Wir schauen uns jetzt aber auch mal die Dokumente an. Vielleicht ist ja irgendwas abgelaufen oder er hat keinen Führerschein dabei oder so. Oder was auch immer. So, Dokumente ansehen. Das ist der Fahrzeugschein.
Sieht soweit ganz gut aus, Sarah Müller, alles klar, Personenkraftwagen. Läuft nächste Hauptuntersuchung 11/2014. Ich glaube, die ist abgelaufen. Führerschein passt auch, Name passt, alles klar. Ich habe mir ihre Dokumente angesehen, jetzt muss ich mir den Personalausweis auch. Sarah Müller aus Rossdorf. Wahrscheinlich rostet das Auto genauso sehr. So, dann hat er sich den Personalausweis angesehen. Wir können jetzt mal das. Ach so, wir können auch gar keine Verwarnung aussprechen, weil sie keinen, weil sie einen abgelaufenen TÜV hat. Nein, brauchen wir nicht. So, Kooperation. Der Reifen ist zwar kaputt, aber sie soll mal einfach mal weiterfahren. Ne? Kann man auch mal machen. Abräumen brauchen wir ja auch nichts. Ne? Wir steigen nämlich jetzt einfach wieder, wir schließen hier hinten die Klappe. So, machen hier die Tür auf. Steigen ins Auto ein und wir verlassen den Unfallort. Sehr schön. 100% 57 Erfahrungspunkte. Was wir diese Erfahrungspunkte machen kann, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns einfach mal überraschen. So, jetzt sind wir quasi wieder im Einsatz. Und ich möchte mir jetzt hier mal... Achso, nee, wir müssen wieder einsteigen. Okay. So. Alles klar. Und wir starten den Motor. Lösen die Handbremse. Fahren mal ein kleines Stück vor, damit der Depp hier, so, damit der Typ hier, wie kann ich ihn, ah, Verdacht auf Drogen, oh mein Gott, okay. Oh Gott, Drogen, Drogen, da müssen wir jetzt mal hinfahren, wir werden jetzt weg, ach, das hier um die Ecke, voll geil, der schiebt mir schon noch einen Ratzplatz hier, geil, Drogen, ja, hier an der Tankstelle werden Drogen gehandelt. Das schauen wir uns doch mal aus der Nähe an. Vielleicht flüchtet er jetzt noch. So. Versperren ihn erstmal schön den Weg hier. Zack. Motor aus, Handbremse an. Aussteigen. Jetzt werden wir auf Drogen prüfen. So. Fahrer befragen. Ja, der Fahrer sitzt hier auch. Oder die Fahrerin. In diesem Fall sitzt hier noch ganz unschuldig in dem Auto. Weiß noch gar nicht, was hier passiert. Die Polizei ist nämlich gerade erst angekommen. Und wir werden sie jetzt mal befragen hier. Guten Tag. Allgemeine Verkehrskontrolle durchführen? Ja, läuft. So, Drogen. Haben Sie Drogen konsumiert? Was? Auf keinen Fall. Zeichen des Versagens und so. Gucken wir mal. Vielleicht ist es ja eine Drogenkurierin. Das kann man ja nie wissen. So, Drogentest. Und? Ja, negativ. Okay. Führen Sie verbotene Gegenstände mit sich? Nö. Nö, Herr Wachtmeister, nein. So, haben Sie Alkohol getrunken? So, Alkohol. Gar nichts. Ich denke, diese Person sagt die Wahrheit. Ist mir vollkommen egal, was unser guter Mann hier denkt. Wir machen trotzdem mal einen Alkoholtest. Das volle Programm einfach mal strikt durchziehen. 0,0. Alles klar. Jetzt kann es nur noch wirklich sein, dass die Drogen im Wagen irgendwo versteckt sind. So, gucken wir uns die Papiere mal an von der Guten. Wir schauen uns mal die Dokumente an. Hauptuntersuchung scheint irgendwie auch schon abgelaufen zu sein. Ich weiß nicht. Sie fährt einen Firefly Trooper und Luisa in Schorchsitz wohnt die Gute. So, sehr schön. Wir fragen mal Personenfunk. Und in der Datenbank liegt nichts vor, das heißt, vielleicht fährt sie zum ersten Mal Drogen aus. Das kann ja auch sein und dann gleich erwischt werden. So, ich gucke mir den Ausweis auch nochmal an. Das passt schon mal auch. Und jetzt gucken wir einfach mal nach dem Fahrzeugfunk. Kein Eintrag über dieses Fahrzeug ist nicht weiter bekannt. Komisch, das klang eben gerade ganz anders. Ich gucke mir jetzt mal den Verbandskasten an. Und der befindet sich im Kofferraum. Sehr gut, danke. Warndreieck befindet sich wahrscheinlich auch im Kofferraum. Dachte ich es mir doch. Alles klar. So, jetzt werde ich mal... ich gucke mal den Fahrer an. Ich kann nichts Verdächtiges erkennen. Wir nehmen jetzt mal das Fahrzeug unter die Lupe. So, die gute Dame soll so lange im Auto sitzen bleiben. Ich mache jetzt mal den Kofferraum auf. Was ist denn hier los? Ein Verbandskasten. Sieht ganz gut aus. Können wir so ein bisschen drehen. Ist dann überhaupt noch gültig? Bis 11/2016. Erste-Hilfe-Kasten ist in Ordnung. Was ist denn hier drin? Kann ich den aufmachen hier? Irgendwo Drogen hier? Hm. Sieht nicht so aus. Aber hier ist noch ein Warndreieck, oder? Warndreieck. Sieht auch gut aus. So. Das ist hier ein Aktenordner. Hm. Auch keine Drogen drin. Handtasche.
Auch keine Drogen drin. Hier ist noch ein Aktenort, ne? Ah, Papier. Ah, oh, war noch nicht gerade Drogen? Nein. Okay. So, sehr schön. Hier ist noch ein bisschen Bier. Einmal auskippen, bitte. Klomper, klomper. Schade, funktioniert nicht so ganz. So, wir können jetzt mal mit Q nochmal zurückgehen. Jetzt gucken wir uns mal die ganzen Lichter an. Blinker und Licht und Rückfahrlicht. Alles klar, schließen. Gucken wir mal, was mit den Kennzeichen hier in Ordnung ist. So, Kennzeichen kontrollieren. TÜV ist abgelaufen. Das ist natürlich gut zu wissen. Wir können aber hier auch noch die Profiltiefe uns anschauen von den Reifen. Und hier nochmal die Profiltiefe messen. Dann können wir mal gucken, wie das vorne aussieht mit dem Blinker. Da ist auf jeden Fall irgendwie ein Blinker kaputt anscheinend. Wir schauen jetzt hier nochmal, das Kennzeichen ist vorhanden. Das ist auch schön. Jetzt gucken wir uns die Profiltiefe hier nochmal an. Auch 2,9. Mensch, vorbildlich. Im letzten Mal, als ich gespielt habe, waren die Profiltiefen immer irgendwie unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Was wir aber auch noch machen können, ist mit der Waage hier, das finde ich auch ganz cool, die Achsen wiegen. So, gucken wir mal. So, 877, zweites Achsengewicht gibt es nicht mehr. Okay. Die Waage nehmen wir auch nochmal auf. Hier nochmal eine Waage hin. Oder können wir vier Wagen gleichzeitig platzieren? Vier Wagen unter den Wagen. 877 plus 1765, Ergebnis 2633. Lass uns das auch immer sagen, weil kleiner als 2705, korrekt. Alles klar. Das macht natürlich auch Sinn, das so zu kontrollieren. Da gab es auch mal einen Bug. Ich konnte die Waage nicht mehr aufheben, musste den ganzen Karrieretag quasi neu starten. Das sieht aber auch gut aus. Jetzt sprechen wir mit der Fahrerin. Jetzt gibt es Geld. Money, money, money. So. Fahrzeug hatte sich, haben wir uns genauer angesehen. Sehr schön. Aber leider muss ich sie verhaften. Nein, mache ich nicht. Ich verhänge ein Bußgeld. So, mit richtigem Verhalten hätten sie es auch vermeiden können. Eine Mängelkarte, die Schlussleuchten funktionieren, nicht die eine zumindest. Überschreitung der Fahrzeughauptuntersuchung fehlt auch. So, und F ist fehlen, da scheint aber nichts zu fehlen. So, sehr schön. 60 Euro haben wir ein bisschen Geld kassiert. 100% abgeschossen, dafür gibt es dann 1000 Erfahrungspunkte. Was will man mehr? Oh, ich bin jetzt Polizei-Oberwachtmeister. Fantastisch. Sehr gut, das haben wir geschafft. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, wenn ich weitere Let's Plays zum Autobahn-Polizei-Simulator machen soll, schreibt es da unten in die Kommentare rein. Lasst sehr, sehr gerne ein Like, da würde ich mich extrem drüber freuen. Und wenn ihr was gewinnen wollt, wenn ihr zum Beispiel Simulatoren-Fans seid, der gute Waldmeister, auch ein Mitspieler von Let's Multiplay, hat den Landwirtschaftssimulator 2013 in der Titanium Edition noch zur Verlosung angeboten. Das heißt, wenn ihr das haben wollt, schreibt es unten auch in die Kommentare hinein. Natürlich auch ein Trick, um zu gucken, ob ihr auch bis zum Ende des Videos schaut. Wenn ihr es gewinnen wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bye bye, sagt Florian von Let's Multiplay.